Okay, du fängst an? Okay, Ich fange an. ja, gut, Okay. okay. Hi Leute, was geht ab? Ich hätte dir voll ins Gesicht, sorry. Ja, gar Andere nicht. Leute, ich mach Ja, so. mach den hier. So, schon. Hi Leute. Ja, hallo. Hallo. Okay. Das schneiden wir auf jeden Fall nachher noch rein in die Outtakes. Ja, am Anfang. Ja. So startet das Video. Genau. Ja, ich gebe mir halt Mühe. Alles wird in den Shot. Okay, können wir jetzt anfangen? Ja, natürlich. Okay. Ah. Hi Leute, was geht ab? Hier sind wieder Richie und Michi von Eyes of the Sea und auch heute haben wir wieder richtig gute Tipps für euch, denn bei uns dreht es sich heute um Mikrofon. Wer wie wir Filme macht und Videos für YouTube vor allem, der wird um ein Mikro, was man auf die Kamera draufsteckt, nicht drumherum kommen. Denn wer unser letztes Video gesehen hat zum Echo Spot von Max, der wird gehört haben, wie es klingt, wenn man kein Mikro nutzt, sondern nur das Mikro in der Kamera. Wir haben natürlich unterschiedliche Mikros, die wir nutzen. Und zwar haben wir einmal das Video Mic Pro, das ist das, was wir jetzt gerade oben auf der Kamera drauf haben. Und dann haben wir noch ein Video Micro, auch von Rode. Und ein Lavalier-Mikrofon, das SmartLav Plus, das für Smartphones ist. Und die drei Mikros nutzen wir sozusagen, um unsere Videos zu produzieren. Und wir zeigen euch heute mal die Vor- und die Nachteile von dem jeweiligen Mikro. Dafür werden wir aber rausgehen, weil hier im Raum ist natürlich relativ ruhig. Hier braucht man fast gar kein Mikro. Aber wir gehen jetzt mal raus in den Vorgarten und ja, zeigen euch mal, welches Mikro welche Vorteile hat. Auf geht's, oder? Auf geht's. So, jetzt sind wir auch schon wieder draußen und wir starten gleich mal mit dem Video Micro von Rode. Das ist ein relativ neues Mikrofon in unserem Repertoire, weil wir hatten bisher immer das Video Mic Pro, was wir gleich noch vorstellen werden. Das ist aber ein Mikrofon, was ohne Batterie funktioniert, einen Metallbody hat und direkt an die DSLR angeschlossen werden kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil, dass man da keine Batterie dabei hat, weil da muss man nicht drauf achten, ob die Batterie aufgeladen ist oder nicht. Das Mikro, was ihr gerade hört, haben wir unter anderem auch bei dem Mavic vs. Spark Video benutzt. Und da könnt ihr auch ein bisschen heraushören, wie der ganze Ton aufgenommen wurde und wie die Qualität des Mikros ist. Das Video Micro von Rode kostet 47 Euro auf Amazon aktuell, ist eigentlich ein Schnäppchen und bietet verdammt gute Qualität für das Geld. Kleiner Nachteil ist, dass ihr nur ein Jahr Garantie habt. Zu guter Letzt haben wir das Video Mic Pro von Rode. Das ist jetzt das Mikro, was draufsteckt. Sprich, den Sound, den ihr hört, das ist genau der Sound, den das Video Mic Pro aufnimmt. Zu dem Mikrofon, das ist ein Shotgun-Mikrofon, was ziemlich straight nach vorne aufnimmt. Also jetzt nicht rundherum 360 Grad. Was zum Vorteil hat, wenn man direkt in die Kamera spricht, so wie ich gerade, dass eben das Mikrofon genau den Sound aufnimmt. Es ist auf einem Rycote Lyre, so heißt es, Gehäuse aufgehängt, sodass jeder Stoß auch reduziert wird, wenn man jetzt damit unterwegs wäre oder durch Wind zum Beispiel, dass es das Flattern beginnt. Bei dem Video Mic Pro habt ihr zusätzlich noch zwei Einstellungsmöglichkeiten neben An und Aus. Und zwar der erste ist der High Pass Filter. Da könnt ihr einstellen, ob die Hintergrundgeräusche, also die meistens eine sehr niedrige Frequenz haben, ausgeblendet werden sollen. Der Michi wird jetzt das Mikrofon umstellen und dann seht ihr gleich den Unterschied. So klingt es, wenn High-Pass-Filter an ist, sprich alle Hintergrundgeräusche wie Autos oder auch der Wind sollten im besten Fall reduziert sein und man sollte am besten meine Stimme hören. Zusätzlich kann man eben bei diesem Mikro die Lautstärke der Aufnahme regeln. Da hat man hinten einen Schalter und kann bis zu plus 20 Dezibel einstellen. So kann man eben der Aufnahme von der Kamera selbst entgegenwirken, die wie oft bei einer DSLR eigene Einstellung für die Aufnahmelautstärke hat. Schließlich hat das Video Mic Pro noch eine eigene Stromzufuhr durch eine Single 9 Volt Batterie, die bis zu 70 Stunden hält. Vorteil, die Qualität ist deutlich besser. Video Mic Pro gibt es aktuell für 150 Euro ungefähr auf Amazon und Rode bietet 10 Jahre Garantie. Also echt Top Service. Jetzt kommt das sogenannte One More Thing. Wir haben auch noch ein Ansteckmikrofon, das ist das sogenannte Rode SmartLav Plus. Und dieses Mikrofon ist sehr klein. Ist schwarz, sieht man kaum und ist perfekt, wenn man keinen Mikrofonanschluss an seiner Kamera hat, wie zum Beispiel Max.
Das heißt, er kann trotzdem einen guten Ton aufnehmen, auch wenn er keinen Mikrofonanschluss direkt an seiner DSLR hat. Ja, ganz wichtig zu sagen ist eigentlich bei diesem SmartLav, weil es ein häufiger Fehler ist, dass viele die Memo-App des iPhones nutzen oder von ihrem Android-Telefon. Das ist nicht unbedingt zu raten, weil der Anschluss im Endeffekt das Mikro nicht erkennt und dann weiterhin das Handy-Mikrofon nutzt. Aus diesem Grund gibt es von Rode direkt eine App, und zwar das Rode Rec App. Und die hat zwar ganz schlechte Bewertungen, aber das liegt hauptsächlich daran, dass das Design nicht wirklich dem Standard entspricht. Und ansonsten tut es aber genau das, was es soll. Es nimmt den Ton dieses Mikrofons perfekt auf. Ein weiterer wichtiger Vorteil von so einem Lavalier-Mikrofon ist natürlich, dass ich mich auch im Umkreis von meiner Kamera bewegen kann. Und es eigentlich völlig egal ist, wo ich gerade stehe im Bild. Man hört eigentlich den Sound immer gleich und immer mit derselben Qualität. Das Mikrofon bekommt ihr auch in dem Preisbereich wie das Video Micro. Und zwar kostet es 47 Euro und für den Preis bietet es eine Top-Qualität. So, jetzt sind wir endlich wieder drin. Es ist in München gerade minus 2 Grad und dadurch richtig, richtig kalt. Unsere Füße sind eingefroren. Das haben wir ein bisschen gemerkt auch vorhin, als ich in das Lavalier-Mikrofon oder wie auch Richie immer dazu sagt, das Labbadia-Mikrofon reingesprochen habe. Mit zittriger Stimme. Ja, kommen wir mal zum Fazit eigentlich von unserem ganzen Video. Genau, wie ihr wisst oder wie ihr jetzt erfahren habt, jedes Mikro bringt eigene Vorteile mit. Ich muss sagen, mein Favorit ist das Video Micro, weil es einfach ziemlich einfach ist zum Handhaben. Es hat einen Windschutz, es hat keine Batterie, die ich vergessen kann und ist ziemlich schnell angesteckt und man kann direkt loslegen. Bei den anderen Mikrofonen muss man aufpassen, dass es angeschaltet ist, dass die richtige Einstellung drin ist und in manchen Situationen kann es echt zum Verhängnis werden. Ich bin eher der Fan von unserem Lavalier-Mikrofon. Das ist auf jeden Fall ein Mikro, was man halt sehr gut für Interviews nutzen kann oder wenn man halt im Freien irgendwie auch mal Aufnahmen aus der Entfernung machen möchte. Aber nichtsdestotrotz, der beste Begleiter, den wir haben, ist immer noch das VideoMic Pro. Denn das hat uns schon auf der CeBIT so manchmal den Arsch gerettet, dass man so ein bisschen überhaupt noch was verstehen konnte. Also es hat schon seine Vorteile und das Geld lohnt sich eigentlich. Also wenn man gerade mal 140 Euro übrig hat, würde ich mir auf jeden Fall das Video Mic Pro holen. Und ja, in dem Sinne, lasst doch gerne ein Abo hier und ein Like, da freuen wir uns sehr. Wenn ihr noch Fragen zu den Mikrofonen habt, dann kommentiert direkt drunter. Wir antworten ziemlich schnell und wir haben auch die Mikrofone unten verlinkt, falls ihr die auf Amazon sucht. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, ciao. Und bis ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Es wird nur schwierig zum Schneiden, wenn es aus der gleichen Perspektive weiterhin ist. Nee, okay, dann. Du hast doch gesagt, jetzt kommen wir zum Fazit. Mach das nochmal. Mhm. Und führe aber den Satz fort. Ja, mach ich. So. Jetzt kommen wir zum Fazit. Ja. Und was soll ich dann fortführen?